Jason Voorhees, den bekannten Killer aus Freitag der 13., gibt es wirklich, und zwar im Minnesota Lake. Also nicht als lebende Person, aber als erfahrener Taucher kann man ihn als eine Art Real-Life-Easter Egg finden. 2013 hat Doug Klein eine lebensgroße Figur von Jason angefertigt und sein Kollege Curtis Lahr hat sie am Grund des Minnesota Lakes festgemacht. Da ist die Statue jetzt schon seit mehr als 7 Jahren und auf Curtis' YouTube-Kanal gibt er alle paar Jahre Updates und zeigt, dass sie immer noch da ist. Stell dir vor, du gehst da einfach random tauchen und weißt nicht, was da unten ist und findest dann zufällig diese Statue. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn